Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute vielleicht mit einer Atombombe. Ich weiß es noch nicht, das dauert immer so lange hier. Oh Gott. Das letzte Mal war hier ein legendärer. Alles klar, ist okay. Nehmen ruhig keinen Schaden. Ist ja nicht so, als wärst du, wäre die andere fast explodiert mit einem Schuss. Nein! Du chillst lieber. Oh, Bauplan. Einen Bauplan nehme ich immer gerne. Okay, jetzt geht's gleich in den großen Raum, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Achso, ich wollte schon sagen. Warum explodieren die? Wer will in den Hintern? Warum ist der da explodiert? Da. Ich hab's ganz genau gesehen. Oh, was leuchtet da? Meine Fresse, ich... Ich schwör's euch. Bist du ein Bot? Ein Wachbot? Bist verdammt da nach Haus. Es ist ein verdammter Wachbot. Okay, wir haben viele Möglichkeiten. Viele bestehen daraus, zu sterben. Ich habe noch einen Fusionskern. Aber hier brauche ich. Hier brauche ich das nicht mehr, ne? Ich meine, ich sterbe natürlich schneller dadurch. Aber ich brauche die Fusionskerne. Insofern mir hier keiner geschenkt wird. In diesem Raum? Ja, gut, dann nicht. Aber wirklich nicht mehr viel. Wir müssen was trinken und essen. Habe ich noch Essen dabei? Hundefutter in der Dose. Hier, komm. Zack. Bisschen Wasser. Jetzt nehmen wir uns den Honig rein, den ich hier halt zum Notfall habe. Und ein Heilmittel, geil. Na gut. So, dann explodieren wir schön. Aber ohne mich. Ich gehe mal vorsichtshalber ein Stück weiter weg. Normalerweise warten die, bis ich näher komme. Ah, der war freundlich. Wohl leid, dass ich getötet habe. Fusionskern? Ich wusste es doch. Du bist ein guter Junge. Nein, ich wollte den Fusionskern haben. Externe Kommunikation offline. So, nein. Wo ist meine Baggerrüstung? Ah, hier oben. Ich will nur den Fusionskern. Okay. Da müssen wir gleich die Dinger herstellen. Oder sind doch alle dran? Fern. Wartungsaktivität im Lagerbereich. Fordere Sicherheitsmaßnahmen an. Sicherheitsvorfall im Lagerbereich. Du bist der Heiler. Ich hatte noch ein Heilen bei mir im Koffer.
Habe ich noch mehr? Wäre zu schön gewesen. Kleine Potsau, du. Na gut, dann stellen wir mal neue her. Benötigt Terminal, deine Mutter benötigt ein Terminal. Ja, das ist eine Abkürzung. Oh, was soll's. Nur für den Fall, dass ich sterbe oder dass ich schnell zurück muss. Ja, das war nicht der richtige Ort, aber Schrauben. Wo war das? Ah, hier geradeaus, ne? Okay. Ich könnte auch die 10 mm reparieren. Machen wir auch gleich. So, Questgegenstände, Zentralrechnerkerl. Brauche ich 15 Stück? Ich hoffe nicht, dass ich 15 Stück brauche. Also, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Stahl organisieren. Hört auf zu explodieren! Jetzt können wir dabei zugucken, wie es langsam sich aufbaut. Ich habe doch gerade einen Zentralrechnerkern aufgesammelt. Ah, gut. Wir brauchen also ein bisschen Stahl. Heute ist wohl mein Glückstag. Weg mit dir. Hast du Stahl? Bleischrott. Okay, wir plündern jetzt erstmal hier alles. Alles wird geplündert. Ah, du hast eine Menge Stahl bei dir. Geh mal her, geh mal her, geh mal her. Oh, ups. Ich will dich einsammeln, verdammt, das geht so nicht, ne? Na gut. Oh ne, ich muss erstmal reingehen. Feindlicher Kämpfer, zeigen Sie sich. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Warum du? Hör ich da. Oh Gott. Hör ich da einfach Bot? Ist die da gerade reingelatscht? Wo bist du? Egal. Ziehen unseren Plan weiter durch. Jetzt steigen wir aus. Nehm dich mit. Ich hoffe, ich kriege den Fusionskern wieder. Gegenstände verwerten. Ich glaube, ich habe nichts bekommen. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich glaube, mir haben nur noch zwei gefehlt, ne? Wo ist deine Freundin? Scan entdeckt Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Ach, die ist über mir. Erstmal wieder reingebackt. Okay, ich glaube, mir fehlt nur noch zwei. So. Montiere Verstärkungen. Oh, mir fehlt noch einer. Wo fehlt denn der?
klar, ey. Hier, Lötlampe. Das dürfte reichen. Bin falsch gelaufen. Nee. Ich bin verwirrt. Ha. Oh, noch eine Lötlampe. Da ist noch ein Eimer. Und ein... Oh. Sensorenanalyse negativ. Waffen gesichert. Sicherheitseinheiten her. Tu es nicht, ist eine Falle. Fortfahren. Okay, hier sind wir das letzte Mal hängen geblieben. Weil da irgendwie die Tür zu war. Sie ist offen, schnell rein! Ich hab's geschafft. Okay, ich bin drin. Das letzte Mal war sie zu. Weil ich zu lange gebraucht habe. Irgendein anderer Sack die Rakete gestartet hat. Was ich völlig unfair finde. Weil wenn ich schon mal hier drin bin und bis zu diesem Zeitpunkt gekommen bin und dann eine Minute vorher jemand eine Atomrakete startet und ich da nicht mehr reinkomme, ist das schon irgendwo fies. Also empfinde ich so. Okay, wir haben hier oben die Viechers gehört, ne? Ich hab dich gesehen. Kontrollraum aktiv. An Station, bitte da. Begeben Sie sich zum Startkontrollterminal, um die Startvorbereitungssequenz einzuleiten. Nein, 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 nein! Bitte nicht. Oscar, bitte nicht. Oh Gott, da ist noch einer! Oh. Heile dich. Ja, Tintenfischstück ist mir am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Mach doch, was du willst. Sie könnten weglaufen. Ich versuche schließlich, sie zu töten. Du versteckst dich hinter deinem komischen Rauchgedöns. Ja, damit hast du nicht gerechnet, wa? Ich kann dich sehen. Zielcomputer. Fehler. System nicht verfügbar. Startvorbereitung erforderlich. Tastenfehler. System nicht verfügbar. Startvorbereitung erforderlich. Fehler. System nicht verfügbar. Startvorbereitung erforderlich. Okay, ich muss irgendwelche Startvorbereitungen kehren. Boah, jetzt geht's los. Ja, endlich. Atombombchen. So, Startvorbereitung einleiten. Was? Verteidige? Zum Kontrollraum. Sicherheitsteams. Stell dich mal im Kopf! Sicherheitsvorfall in den Kontrollraum gemeldet. Das ist irgendwie so ein Protektron Mr. Handy-Verschnitt. Jetzt muss ich den auch noch verteidigen. Oh Gottes Willen. Es geht aber voll langsam voran. Ein Augenbot. Alles klar, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ich denke, das war nur der Anfang. Kommt bestimmt noch ein bisschen mehr. Noch mehr von den Dingern.
Wo ist ein anderer? An das gesamte Personal auf ihre Station. Das hab ich gehört. Ich schütze und diene. Geh weiter. Ich dachte, ich kann dich reparieren. Er hat einen Aggressortron-Kopf. Und du? Ich weiß nicht mal, was du bist. Startvorbereitung bei 25%. Ich muss schneller! Ich weiß nicht, was hier noch auf mich zukommt. Zielsystemleiter aktiv. Noch mehr zu verteidigen, ich dreh durch. Lenkungsleiter aktiv. Und du bist mein Freund, ne? Oh Gott, wo bist du? Du hast mich nicht gesehen. Okay, ich glaube, der hat mich gesehen. Heilung einleiten. Was zur Hölle ist da explodiert? Die Tonne? Wie süß die alle aussehen. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Startvorbereitung bei 50%. Wieso bist du nicht markiert? Leute, haut rein. Ich will die Atombombe starten, ich will nicht sterben. Wir gucken uns so lange um. Die werden schon nicht so schnell sterben. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Modell oder so, das ich verschrotten kann aus Versehen. Das habe ich gehört. Okay, ja, die Aggressoren-Klinge brauche ich, glaube ich. Oh, was geht los? Alle Systeme. Was geht los? Warte auf abschließende Autorisierung. Wen juckt das? Schlüsselkarte angenommen. Tastenfeldzugang gewährt. Okay, okay. Der Code. Der fucking Code. Gib mir den Code. Beeil dich, Chrome. Internet ausgefallen. Okay. Code eingeben. Der Code ist 3 0 2 3 2 7 9 8. Code fehlerhaft. Widerrufe Zugang. Neue Schlüsselkarte erforderlich. Zugang verweigert. Bitte Atomraketenschlüsselkarte in den ausgewiesenen Behälter einführen. Ich schreibe Ferni an. Ich habe doch den richtigen Code eingegeben.
Ich hab doch den richtigen Code eingegeben. Der steht hier auf meinem Handy. 3023-2798. Habe ich einen Fehler gemacht? Das gibt's doch nicht. Oh nein. Oh Gottes Willen. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Aha. Aha. Ey, Mann. Warum kann man das nicht dreimal mindestens probieren? Wer macht denn so einen Rotz? Ich kann doch jetzt nicht zurück. Ich kann doch nicht zurück. Das kann doch nicht anders umsonst gewesen sein. Oh, Fanny ist gerade online gekommen. Hä? Ich bin ein Idiot. Wir waren nicht in Alpha drin, wir waren in Bravo. Oh mein Gott! Oh! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.